drei katastrophale gesellschaftliche Entwicklungen, die mir jetzt im ganzen Spektakel dieser Rammstein-Affäre bewusst geworden sind. Und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Und ich weiß, viele von euch sind vielleicht mittlerweile genervt und sagen, boah, das Thema ist doch jetzt medial schon sowas von durch. Aber ich habe jetzt gestern ein sehr langes und wirklich detailliertes Interview gelesen in Cicero, und zwar mit einem der Anwälte von Till Lindemann, der ja eben halt vor allem von der Presse, aber auch bei zahlreichen Influencern und allgemein in den Medien komplett vorverurteilt wurde. Und deswegen habe ich gedacht, muss ich hier doch noch mal etwas dazu sagen, weil es gibt eben auch zahlreiche andere Menschen, die eben immer wieder aufgrund von Vorwürfen und so weiter ins öffentliche Rampenlicht gelangen, die dann aber in keinster Art und Weise weder die Professionalität, weder die finanziellen Mittel, noch irgendwie eben auch die Kraft haben, sich zu wehren wie ein Till Lindemann. Man muss ja nur mal zurückdenken, damals an das ganze Thema Gil Ulfarim und so, der extrem schwere Vorwürfe in Leipzig erhoben hat, gegen Hotelangestellte damals. Und es gab dann eine lautstarke Forderung bis hin zu den Politikern. Ich kann mich sogar noch an den Außenminister Heiko Maas erinnern, dass er gleich auch mit auf diesen Vorverurteilungszug aufgesprungen ist und wild herumgestikuliert hat, ja, wo man einfach so das Gefühl hatte, jeder versucht sich jetzt in irgendwelchen Bekundungen und irgendwie Forderungen nach mehr Toleranz und so weiter zu überbieten, bevor man in irgendeiner Art und Weise auch wusste, ob an diesen ganzen Vorwürfen etwas dran ist. Ich glaube, es war mal Mark Twain, der damals gesagt hat, ja, eine Lüge kann über die halbe oder um die halbe Welt reisen, sogar 100.000 Kilometer, würde Annalena Baerbock sagen, bevor sich die Wahrheit auch nur die Schuhe angezogen hat. Und ich hatte es ja in meinem ersten Video zu Rammstein gesagt, schauen wir mal, ob wir gesellschaftlich gesehen in Deutschland etwas aus dieser ganzen Gil Ulfarim-Sache gelernt haben. Und wie wir jetzt sehen können, haben wir leider nichts davon gelernt. Und ich meine, es ist so krass, wenn man sich auch teilweise anschaut, dass das Ganze wirklich irgendwann bis ins Perverse reingesteigert wurde. Ne? Schaut euch allein mal das an. Ne? Hier gab es dann eine Petition, keine Bühne für Rammstein. Also es wurde natürlich hier alles versucht, vor allem von der linken woken Seite halt eben, um Rammstein zu canceln. Hier gab es halt eine riesige Petition, ne? Keine Bühne für Rammstein. Die Vorwürfe sind so schwer, dass sie jetzt halt die Konzerte in die ja im Juli stattgefunden haben. Übrigens, alle drei Konzerte im Juli im Berliner Olympiastadion waren restlos ausverkauft und haben stattgefunden. Aber 77.000, fast 78.000 Menschen haben diese Petition unterschrieben und die wollten tatsächlich dazu einfach führen, dass Rammstein gecancelt wird. Und heutzutage reicht ja einfach der Schwierigkeitsgrad der Vorwürfe aus, dass auch die Politik dann handelt, ja. Ich meine, hier Innensenatorin Spranger beispielsweise hat einfach die Mietverträge für Berliner Partys dann, also Rammstein Aftershow Partys, unterbunden und einfach gesagt, die Vorwürfe sind halt einfach so schwer, dass wir jetzt hier handeln müssen. Das muss man sich mal vorstellen. Die Politik wartet nicht etwa auf richterliche Beschlüsse, die durch faire Prozesse gegangen sind von Anzeigen von Opfern, die ja tatsächlich im Fall von Till Lindemann nie erbracht wurden. Ihr habt recht, ihr werdet zwar immer wieder irgendetwas lesen, auch von wegen, ja, die Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt gegen Till Lindemann und so, aber dabei handelt es sich um anonymisierte Anzeigen von anderen Personen. Keiner, nicht eine einzige der mutmaßlichen Opfer hat gegen Till Lindemann eine Anzeige hervorgebracht, ja. Jetzt stellt man sich die Frage, wie kann sich dann überhaupt jemand auch wehren gerichtlich, wenn jemand ihn überhaupt gar nicht angezeigt hat, sondern wenn es einfach nur eine öffentliche Empörungskultur gibt, die aber trotzdem dazu führt, dass Politiker sogar handeln. Ich meine, noch schlimmer ist ja der Fall, damals nach diesem Beitrag über Arne Schönbohm bei Jan Böhmermann, wo dann sogar Nancy Faeser ihn ohne jeglichen Beweis oder so entlassen hat, einfach nur aufgrund einer Reportage
von Jan Böhmermann. Ja? Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. Oder was ich hier noch alles gefunden habe, schaut mal her. Ja? Also der Antisemitismusbeauftragte hat sich dann sogar zu Wort gemeldet. Hier Felix Klein, ja, und der hat damals dann gesagt, antidemokratische Diskriminierung wie Antisemitismus, Frauenverachtung und Rassismus gehen oftmals Hand in Hand, sagte Klein der Berliner Morgenpost. Unabhängig davon, ob die Vorwürfe gegen Till Lindemann sich bewahrheiteten, sollten die betroffenen Frauen ernst genommen werden. So, das ist jetzt wirklich interessant. Man macht hier so quasi so eine Kontaktschuldphänomen hier wieder auf und sagt, ah, okay, jemand, der jetzt mutmaßlich in irgendeiner Art und Weise frauenverachtend gehandelt hat, ist gleichzeitig auch noch potenziell hier ein Rassist und eben ein Antisemit. Und unabhängig davon, ob die Vorwürfe jetzt sich bewahrheiten, sollten die Frauen ernst genommen werden. Ich würde sagen, das ist in keinster Weise unabhängig davon, sondern es ist sehr wohl davon abhängig, ob sich etwas als wahr herausstellt oder nicht, ob man tatsächlich dann den Ankläger, den es ja in dem Fall, wie gesagt, nicht gibt, sondern den Vorwerfenden eben ernst zu nehmen. Natürlich macht das einen Unterschied. Du kannst nicht einfach, vor allem, man muss hier mal sagen, es ist gegen eine Person mit der schwerste Vorwurf, der hier gemacht werden kann. Das ist nicht einfach leichtfertig, so nach dem Motto, ach ja, wir probieren einfach mal auf Verdacht heraus und schauen einfach mal, ob wir die klein bekommen und ob sie dann sich entschuldigen mit öffentlichen Statements und ob wir sie die Konzerte canceln. Und wenn sich alles als falsch herausgestellt hat, naja, wir müssen die ja trotzdem ernst nehmen. Nee. Nichts mit ernst nehmen. Und deswegen kann man auch nur sagen, es ist gut, dass es hier dem Anwalt von Herrn Lindemann gelungen ist, auch gegen den Spiegel einen Erfolg vorzubringen, nämlich, dass sie einfach große Teile ihres Artikels damals, den sie gebracht haben, nicht mehr bringen dürfen, weil er einfach eine Art Verdachtsberichterstattung war, die sich als völlig haltlos herausgestellt hat. Aber es geht weiter. Schaut mal hier, was es im Stern hieß. Ne? Auf ein Rammstein-Konzert zu gehen, ist wie AfD zu wählen. Also diese Verbindung, die diese Menschen knüpfen, also da muss ich wirklich sagen, damit könnt ihr vielleicht Kreativitätspreise im Kindergarten noch gewinnen, aber sonst nichts. Ja? Oder hier, was braucht es denn noch, um einen wild gewordenen Haufen megalomaner Chauvinisten zu stoppen? Ja? Also das ist ja wirklich der absolute Wahnsinn, welche Kreativität auf einmal diese Journalisten hier an den Tag gelegt haben. Aber es hat alles nichts genutzt. Es hat alles nichts genutzt. Rammstein wollte sich einfach partout nicht canceln lassen und die haben einfach weitergemacht. Und das Interessante ist, wenn man einmal sich gegen den woken linken Mob erhebt und einfach weitermacht, ja, dann wird man eben meistens belohnt. Und wie man hier sieht zum Beispiel, ne, Rammstein steigt in den Charts, 6 von 8 Alben. Auf einmal sind ganz alte Alben sogar in die Top 100 gestiegen. Ne? Alle Konzerte waren weiterhin ausverkauft und sie haben einfach weitergemacht. Und das gibt mir so ein bisschen Hoffnung einfach, um zu zeigen, ja, egal ob jetzt irgendwie die Medien auch mal schlecht über einen berichten. Bei uns war es ja damals durch den Faktenfuchs zwar auf einer ganz anderen Dimension logischerweise, aber auch dieses Framing, ja, von wegen Verschwörungskultur und bla bla bla, was da alles so gesagt wurde, anhand von Artikeln, die sauber recherchiert waren von mir, wo man mir in keinster Weise irgendwie inhaltlich irgendetwas anmahnen konnte oder so, hat man trotzdem versucht, einfach so dieses Narrativ aufzumachen. Und was sieht man? Ja, seitdem der Kanal bei mir geht trotzdem nach oben, trotzdem bekommen meine Videos immer mehr Aufrufe und ich lasse mich ganz bestimmt nicht von irgendwelchen Leuten hier canceln. Ja? Jetzt kommen wir aber zu den extrem schwerwiegenden gesellschaftlichen und meiner Meinung nach sogar katastrophalen Entwicklungen, die hier gesellschaftlich gerade am Ablaufen sind. Und die erste katastrophale Entwicklung ist, dieses in dubio pro reo gilt anscheinend nicht mehr. So diese eigentlich gesellschaftliche Haltung, dass im Zweifel, das hat ja eigentlich einen Sinn, ja, im Zweifel für den Angeklagten, das scheint einfach nicht mehr wirklich zu gelten. Sondern es reicht offenbar heute, wenn einfach eine große Menge an Menschen lauthals schreit und krakeelt, dass dann auch genügend Medien und so weiter mit aufspringen. Und man hat immer mehr den Eindruck, dass wenn die laut und hysterisch genug sind, ja, dass dann nacheinander die Öffentlichkeit
große Teile der Medien, Politik und am Ende sogar manchmal die Justiz irgendwie davor hinwegduckt. Und dass es immer mehr für den Angeklagten darum geht, seine eigene Unschuld jetzt zu beweisen und nicht mehr von einem Kläger irgendwie eine Schuld zu beweisen. Und was ist das für eine gesellschaftliche Entwicklung? Das erinnert mich auch an das letzte Video von letzter Woche zum Thema Antidiskriminierungsbeauftragte Ferda Ataman und so, die gesagt hat, ja, im Endeffekt kann ich hier im Namen von anderen Menschen klagen und so. Und derjenige, der verklagt wird, der hat noch nicht mal die Möglichkeit, richtig vor Gericht zu gehen, sondern er muss einer Schlichtung zustimmen. Und es reicht, wenn es eine Argumentation gibt, die sinnvoll erscheint. Es muss jetzt keine wirklichen Beweise dafür geben. Das ist eine wirklich katastrophale Entwicklung, weil das heißt in Zukunft, man kann eigentlich irgendwas behaupten einfach gegenüber jemand. Man muss dann aber keine Beweise mehr vorbringen, sondern es reicht eigentlich, wenn man dann auf irgendeine Art und Weise einfach sagt, jawohl, schaut mal, das ist doch logisch. Oder schaut mal, das sagt nicht nur ich, sondern es sagen auch 30 andere Leute. Die zweite katastrophale Entwicklung ist, dass hier gerade auch so eine Art neues Kastensystem, ähnlich wie es ja in Indien und so praktiziert wird, gibt, mitten in Deutschland. Und zwar, wenn es um all diese ganzen Themen von Machtgefälle und Machtebenen und so weiter geht. Ich gebe euch mal ein kleines Beispiel dafür, und zwar aus der Maybrit Illner Talkshow von neulich. Hier geht es darum zum Beispiel, wer in Deutschland eigentlich zum Beispiel über jemand Witze machen darf und wer nicht. Das ist höchst interessant. Ich würde auch gar nicht sagen, dass dieser Humor innerhalb dieser Gruppen bleibt oder bleiben muss, sondern, wie ich eben schon gesagt habe, es geht darum, trete ich nach oben oder nach unten. Also es ist was anderes, wenn ich als lesbische Frau einen Witz über Heteromänner mache. Da trete ich nach oben, das sind die Menschen, von denen ich Diskriminierung erfahre. Wenn diese Männer aber lesbenfeindliche Witze über mich machen, dann hat das eine ganz andere Machtebene. Und diese Machtebenen sind eben sehr komplex, innerhalb auch von Communities. Ich meine, wir sind beide Teil der LGBTQIA+. Yeah. Gleichzeitig ist aber Herr Kerkeling ein Mann und ich eine Frau. Also ich habe durch mein Geschlecht nochmal weniger Privilegien. Gleichzeitig sind wir beide weiß. Gleichzeitig haben wir beide keine sichtbare Behinderung. Alter Schwede, ja, also da kommt man echt nicht mehr hinterher. Immer wenn jetzt irgendwie von Strukturen und Machtebenen und allen möglichen Machtgefällen die Rede ist, dann weißt du, dass da jetzt in irgendeiner Art und Weise versucht wird, irgendeinen Mumpitz zu verbreiten. Weil ganz ehrlich, ne, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich, ja. Und was du über mich sagst, das kann ich auch über dich sagen, es gilt die Meinungsfreiheit. Und ich hatte auch mit meiner Freundin hier interessante Debatten, weil die sieht viele Themen, über die ich auch gerade spreche, auch anders als ich beispielsweise. Und wir haben auch über Harvey Weinstein und so weiter geredet und die MeToo-Debatte, die ich zum Teil sogar als äußerst sinnvoll auch erachte. Aber es kann ganz bestimmt nicht dazu führen, dass wir irgendwie überall nur noch Opferrollen und ja Minoritäten ausmachen und dann sagen, wegen diesem und diesem Privileg darf jetzt diese Person das und das sagen und das darf nicht und diese Statue darf jetzt sozusagen in dieser Universität nicht mehr stehen, aber der und der Angehörige der Minorität darf mitten am Tag in Berlin irgendwie komplett nackt irgendwie direkt an Kindern vorbeilaufen und so weiter, weil er einfach einer bestimmten Minorität angehört, die eben über der anderen Person auf irgendeine magische Art und Weise steht, dann denke ich mir so, nee, sorry, wenn ihr diese Art von Kastensystem etablieren wollt, dann sucht euch bitte ein anderes Land. Aber die kleinste Minorität in Deutschland ist immer noch das Individuum. Und jedes Individuum hat immer die gleichen Rechte und die gleichen Möglichkeiten. Also ganz, ganz, ganz ruhig sein hier. Und die dritte katastrophale Entwicklung, ja, da reden wir jetzt mal wirklich über Machtgefälle. Denn das ist nämlich auch jetzt hier mir mal wieder klar geworden durch dieses Interview, weil dort wurde dann eben auch hier gefragt, naja, was kostet eigentlich der ganzen Spaß? Ja, wenn man jetzt zum Beispiel auch über mehrere Ebenen gehen muss und so weiter. Und das ist wirklich krass, weil da sagt der Anwalt, naja, wenn das dann über mehrere Gerichtsverhandlungen und bis in auch zum Teil höhere Gerichte geht und so, dann zahlst du dann als Mandant, der sich verteidigen will, eine sechsstellige Summe, ja. Also 100.000 Euro aufwärts kann sowas kosten, wenn du dann zum Beispiel bei einem großen Magazin versuchst, irgendwie zu sagen, hey, pass mal auf, ihr könnt nicht einfach Unwahrheiten über mich verbreiten und so weiter.
Und da weiß man dann ganz genau, worauf man sich einstellen kann. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch Leute, die sich denken, passt mal auf, wenn wir jetzt so und so berichten, dann könnte es zwar sein, dass die dann gegen uns vorgehen, aber wir werden so viel Publicity dadurch bekommen und können auch gewisse Beiträge hinter die Bezahlschranke setzen, dass wir so und so viel Geld damit verdienen, dass wir es einfach mit einkalkulieren können. Zumindest ist das hier der Vorwurf auch, der von dem Anwalt teilweise gemacht wird, weil es dann ja vielleicht auch andere Leute gibt, die nicht ein Till Lindemann sind. Ne? Vielleicht ist dann die mediale Aufmerksamkeit auch nicht so hoch. Aber es gibt vielleicht einfach Leute, die das mental und öffentlich diesem Druck einfach nicht standhalten oder diesen Kampf nicht annehmen können oder wollen oder die einfach die finanziellen Mittel nicht haben dafür. Was ist denn mit all jenen, die sich dann solchen Vorwürfen durch einen Mob quasi ausgesetzt sehen, aber gar nicht die finanziellen Ressourcen haben, um damit dann auch umzugehen? Und das ist eine weitere wirklich brenzliche Entwicklung, finde ich. Und darüber müssten wir auch mal reden.